in diesem kontrapunktischen Verhältnis von gefressen werden, in Konkurrenzierungsausselektierung der Erprobung, was die Neutransformationsaberwitzigkeiten gebracht haben würden, im Gegenpol die Neuproduktionen zu behüten und zu beschützen, und sei es um den Einsatz des eigenen Lebens. Das zeigt, dass es nur ein einziges eng geführtes Ziel gibt, nämlich die Erzeugung von Neutransformationsaberwitzigkeiten und ihre möglichst erfolgreiche Promovierung. Pass auf, gleich kommt der schwarze Mann.